Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Wir werden jetzt gleich mal wieder ein Tresor knacken tun. Und zwar hatten wir hier, ne, 5, was haben wir da? 1, ne? Also 5 müsste es sein. Dann nochmal die 5. Und die 1. So, jawohl! Super! Wir haben Eddermeier. Tinktur, genau. Und das Tagebuch von Vaskos. Dieses Mal muss es klappen. Ich bin sicher, die Dosierung stimmt und ich habe nur eine einzige Chance. Alle festen Zutaten, darunter die Aluminiumsalze, gemeinsam zermahlen. Erledigt. Etwas Eiweiß hinzufügen aus der Küche muss nur diskret sein. Erledigt. 2 Wochen lichtgeschützt im Tresor aufbewahren und die Basis des Serums zu aktivieren. Eine halbe Spritzenladung mit verunreinigtem Blut eines verseuchten menschlichen Leichnams hinzufügen. Wenn Dr. Hypatia denn bei Verstand wäre, würde sie hier wohl widersprechen. Aber seit die Garde das Eddermeier abgeregelt hat, wurden mehrere Männer von Blutfliegen getötet. Sie können genauso gut dem Allgemeinwohl dienen. Alle vorherigen Blutproben waren vielversprechend. Ich darf mich nur nicht vom Hausmeister erwischen lassen. Finale Mischung erhitzen. Sobald wie möglich injizieren. Gut. Das Buch Ihres Assistenten. Eliminiere den Kronenmeuchler. Finde Vaskos Tagebuch. Haben wir schon? Vaskos Tagebuch. Monat der größten Kälte. 1850. Entschuldigung, mein Ohr juckt. So. Alexandrias neues Serum darf Eddermeier nicht verlassen und niemand darf von unserem Scheitern erfahren. Wir haben es an uns selbst getestet. Was wir häufig tun, in kleinen Dosen. Die Nacht war der blanke Horror. Es fällt mir schwer, die Einflüsse auf den Geist zu beschreiben, die einhergehende Ekstase. Wir waren nicht wir selbst. Alexandria murmelte etwas vor sich hin und nannte sich die grimmige Alex. Fast so, als hätte sich ihre Persönlichkeit vollkommen verändert. Ich kann nicht alles zu Papier bringen, was passiert ist, aber ich schäme mich zutiefst, wenn ich mich erinnere, wie sehr sich meine Perspektive verschoben hat, als wäre meine Moral komplett auf den Kopf gestellt worden. Am nächsten Tag, nachdem ich meine Sinne wieder beisammen hatte, fühlte ich mich so gut wie schon lange nicht mehr. Das Serum könnte der Schlüssel für eine verbesserte Lungenfunktion und mehr Kraft zum Allgemeinsein sein. Zum Allgemeinen sein, so. Es könnte sogar die Wirkung einiger unserer schlimmsten Fieber und Infektionen abschwächen. Aber die Kosten sind zu hoch. Der absolute Verlust der Empathie, der zügellose Appetit. Eine Woche später beobachtete ich Alexandria, die sich unten auf der Terrasse aufhielt. Sie war in einem schrecklichen Zustand, völlig ungepflegt, die Worte sprudelten nur so durcheinander und wild aus ihr heraus. Ihre Bewegungen waren fremd und fahrig. Am Morgen fragte ich sie, ob sie das Serum erneut probiert hätte. Sie war äußerst alarmiert und versicherte mir, dass sie nie wieder einen einzigen Tropfen davon nehmen würde. Sie schwört, dass nur eine Probe übrig ist, die für zukünftige Forschungszwecke sicher verschlossen ist. Okay. Ich schwöre, das war nicht so. Ja, wirklich. Alte Notiz von Dr. Hypatia. Vasco, heute war es anstrengend. Ich schätze, die Flut der Patienten wird ab morgen auch weiterhin über uns hereinbrechen. Es wäre hilfreich, wenn Sie einen Triagebericht einreichen würden. Schicken Sie mir nur die dringendsten Fälle, besonders mit Bronchialproblemen, schwarzem Husten, Entzündungen oder Kinder mit Husten oder schweren Verletzungen. Diese muss ich sofort behandeln. Können Sie sich um den Rest kümmern? Ich vertraue Ihrem Können wie meinem eigenen. Unseren kleinen halben Urlaubstag müssen wir auf nächsten Monat verschieben. Dann aber ganz gewiss, versprochen. Alexandria. Na,
Naja. Da ist nichts drin. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, wenn ich hier was zerschlage. Ich habe schon was zerschlagen, oder? Gut, und wo kriege ich jetzt da dieses Serum her? Da vielleicht? Bingo! Was haben wir denn noch? Was haben wir denn da? Betäubend. Ja, das kann ich ihr, glaube ich, geben. Es fehlt ausschalten. Was. Anschalten. Achso. Was haben wir da? Grundserum. Aha. Eliminiert den Kronmeuchler. Ja, gleich. Was haben wir da? Was kostet Tagebuch? Monat der Neste. 1851. Letzte Nacht kam sehr spät nach noch eine Patientin und klagte über Sand in den Augen. Die gute Frau Doktor ruhte bereits. Endlich. Also übernahm ich den Fall. Nach genauer Untersuchung stellte ich fest, dass die Ursache Silberstaub aus dem Bergwerk war. Um den Tränenfluss der Augen in Gang zu bringen, mischte ich Glycerin und Pfefferöl und wollte die Augen danach sofort ausspülen. Das Brennen war wohl ziemlich stark, denn die Patientin litt sehr unter und ließ keine weiteren Behandlungen meinerseits zu. Doch der Tränenfluss dürfte ausreichen, sodass ihre Augen bis zum Morgen wieder frei sein müssten. Ich erklärte meine Idee zum Reinigen der Augen von Sand zu einem vollen Erfolg. Ich könnte die Rezeptur verkaufen, genau das Richtige, um Staub und Partikel aus den Augen zu entfernen. Was kostet Rezeptur für Augen und Ohren? So werde ich es nennen, schnell und effektiv. Natürlich nur mit Dr. Alexandria Hypatias Erlaubnis. Sie weiß es am besten. Na super. Ganz, ganz toll. Was hätten wir denn noch Schönes? Naja, bei manchen Methoden von gewissen Ärzten, ne, da kriegt man Zustände. So. Haben wir das jetzt, was wir wollten? Müssen wir da jetzt noch was machen? Nicht ganz. Mal sehen, was in Vescos Notizen steht. Ah, da muss da drüben noch was sein. Was haben wir da? Nix. Infizierter Körper. Ja, ich stehe jetzt drauf. Körper benutzen. Hoffentlich haut das hin. Okay. Erstelle das Gegenserum. Alles klärchen. Was haben wir da? Rune, die ist unter uns. Können wir hier noch runter irgendwie? Nö, ne? Rune. Was haben wir denn da? Da fehlt eine Hand. Oh, die habe ich zerstückelt. Was? Nein, das war ich doch nicht, bitte. Das war ein Missverständnis. Ja, ich schwöre. So. Hallo. Und auf geht's. Gegenserum herstellen. Brenner anschalten. Jetzt wird es destilliert und müsste da reintropfen. Dann können wir das rausnehmen, oder? Muss noch was gemacht werden? Nö, oder? Tropft schon? Es tropft. Yeah! Heilmittel. Supi. Bravo! Geschafft. Fein. Benutze die Spritze bei Dr. Hypatia. Fein. Das heißt, wir speichern. Spiel. Speichern. 1, 2, 3, 4, 5. Da nehmen wir's. Und okidoki. Perfekt. Und weiter geht die Hetz. Ja. Jetzt dürfen wir zu der Guten zurück. Ist die schon da? Die scheint schon da zu sein, ne? Ich muss schleichen. Die ist ober uns, ne? Hoffentlich erwischen wir sie irgendwie. So. Und jetzt werde ich hier nochmal speichern. Damit, wenn ich versage, dass wir nicht 20 Kilometer zum Rennen haben. So. Ja.
Okay, wo ist sie denn, Frau Gradler? Müssen wir noch ein Stück gehen, oder? Ich dachte schon, wir wären schon draußen, aber da ich mich geirrt, stimmt, dann müssen wir hier nochmal durch. Hey, ein Blutstein, den hätte ich übersehen. Aber da werden wir jetzt speichern. Entschuldigung, das ist ein bisschen doof von mir gewesen. Tut mir leid. So, ich weiß, dass ich versagen werde. Ich glaube nicht, dass ich es auf Anhieb hinkriege. Also. Brennendes Holz, dann Wall. Sie ist unten. Okay. Betäubt sie? Ist sie betäubt? Nee, oder? Es hat nicht hingehauen. Ich muss es direkt auf sie draufschmeißen, ne? Soll ich nochmal laden? Ich lade nochmal. Entschuldigung, ich wusste, ich krieg's nicht hin. Also, laden. Ich lade nochmal, ich brauche diese Flasche, um sie zu betäuben nach Möglichkeit. Ich will sie nicht umbringen, ich will ihr das Ding verabreichen. Das Serum. Vielleicht muss ich sie einfach betäuben, ne? Dann kann ich hingehen und kann ihr das ohne Stress einfach so, ne, geben. Also nochmal. Ist sie wieder unten? Ja. Da muss ich ich schleiche noch nicht. Obwohl, ich schleiche. Darum, ne? Alter. Na komm raus. Zeig ich mich selber, ne? Traumhaft. Traumhaft ist das, traumhaft. Gescheißen Dreck. Ach komm, besser schmeißen, mehr Geduld haben. Man kann sie einfach so fallen lassen. Plupp, kaputt. Nö. Man muss es ja immer werfen. Und dann ist natürlich so ein Geländer, ne? Das darf man nicht vergessen. Das hat ja 12.000 Dingens Durchmesser, ne? So wie da. Das hat ja nicht diese 5, 10 cm, wie es da ist. Nein, nein, das hat 30, 40. Das ist immer ganz normal. Leiche werde ich Spaß haben. Na, halt die Gusch. Komm, du Hex. Muss ich halt warten, bis sie ungefähr da drüben ist. Vielleicht geht es dann besser. Ich hoffe, dass es besser geht. Komm jetzt. Und? Klappt's? Huch! Au! Na, klappt nicht. Wow! Hat's hingehauen? Nein! Nicht ins Bett! Ich geh nicht! Ich geb's nicht zurück! Ist jetzt Ziel gerettet? Ja! Supi! Hurra, wir haben sie gerettet. Und, geht's dir gut? Dr. Hypatia? Ja. Tut mir leid. Mir geht's nicht so gut. Das glaube ich dir. Vielleicht habe ich mir was eingefangen, als ich mit ansteckenden Proben hantiert habe. Nein, sie wurden vergiftet. Aber es müsste jetzt besser werden. Ich habe Notizen gefunden und ein Gegenmittel gemischt. Vergiftet? Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie ein paar Tage Ruhe brauchen, kommen Sie zu uns. Ich wohne mit einem Freund auf einem Boot, der Dreadful Whale. Yay! Wir haben es geschafft, Supi. Ich muss mich ausruhen.
Das glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind toll. Was? Da ist was? Da ist irgendwo eine Rune. Da drüben, drüben. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Was ist denn das? Ich glaube, das ist also Blutfliegen. Hitzestreuauslass. Das haben wir auch nicht mitgenommen. Upsi. Entschuldigung. Gut, dass ich nochmal herkomme. Schauen tun. Schauen tun. Da unten ist was. Kommen wir da runter? Geht's da irgendwie runter? So nicht, ne? Auch nicht hier. Nein. Von außen wahrscheinlich. Das ist toll gelaufen. Ach, ich bin jetzt echt froh. Das ist echt toll gelaufen. Das ist wieder speicherungswürdig. Auf alle Fälle. Sehr gut. So. Ja. Perfekt. Und fortsetzen. So, ich will jetzt das Teil da drüben haben. Dieses Knochendings. Ich glaube, es ist Knochenfragment. Ich weiß nicht, eine Rune oder Knochenfragment. Irgend sowas. Ich will das haben. Du, wie komme ich da hin? Ich muss wahrscheinlich den Raum, überhaupt das ganze Haus hier verlassen. Wir haben jetzt eigentlich eh erreicht. Soll ich die kaputt machen? Ich wollte schauen, ob es den Blutstein gibt. Nö. Schade. Auch keine vertrocknete? Nö, schade. Ach, Menno. Ah, schau, sie steht wieder. Vielleicht lasse ich die Arbeit ruhen. Ein paar Wochen. Ja, bitte. Geh nur auf das Schiff. Ruh dich aus und gut ist. Wir sehen, dass Betäubungsbolzen, schau, das wirkt Wunder. Roher Walknochen. Mei, ich muss genau schauen. Oh, pff, ist da eine Münze gewesen? Na, oder? Puh, da muss man echt genau schauen. Fast die Walknochen übersehen. Da können wir nämlich unsere eigenen, glaube ich, unsere eigenen Artefakte machen. Also draus machen, kommt mir halt vor. So, ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Auch kein Bild. Also Bild habe ich fix übersehen. Bam, oder? Fensterladen öffnen. Kann ich hier raus? Tatsächlich. Wenn der Wachturm erledigt ist, kann Megan mich aufsammeln. Wachturm? Das ist der Wachturm? Okay. Speichern. Jupp. Und fortsetzen. Wie gehen wir das jetzt an? Ich brauche was zum Schmeißen, glaube ich. Haben wir da was zum Werfen? Wir haben bestimmt was zum Werfen da. Mehr als genug. Optimal wäre es, wenn ich ihm damit anschmeißen könnte. Warte mal. Jetzt habe ich es weggetan, ne? Ich bin so doof. Entschuldigung. Na, komm her. Jetzt aber. Hoffe ich halt. Das habe ich super hinbekommen. Echt. Warte mal kurz. Traumhaft. Spitzenmäßig. Es kam von hier. Mal sehen. Wo ist der andere hin? Die Rune gefunden. Ist da jemand? Da in dem Raum ist noch eine Rune. Hör auf. Nö, da kann keines sein, oder?
Die ist unten draußen irgendwo. Ja, ja, die ist draußen irgendwo. Haben wir da irgendwas? Von Wert? Ich glaube nicht, ne? Ich will die Rune noch haben. Ich weiß, ich werde nicht alle erwischen, aber die möchte ich schon noch gern haben. Ehrlich gesagt, ich möchte es halt versuchen, alle zu erwischen, aber das wird, glaube ich... Was? Verstecken. Hey, du, komm her! Komm her, du Feige! Wow! Was war das? Verstecken! Das war nicht schlau. Verdammt! Ich krieg's mit der Kamera gerade hin. Mit der Maus. Überhaupt mit allem. Du dreckiger Bastard. Nachher. Weg mit dir. So. Haben wir jetzt Ruhe? Ich hoffe. So. Der hat auch nichts. Der ist sowieso zerteilt worden. Das wollte ich so jetzt eigentlich nicht. Jetzt ist die Rune da. Irgendwo da unten? Oh Gott, ich muss den Wachturm ausschalten. Die Rune ist schon wieder kacke. Was haben wir da? Unfertiger Brief an Hauptmann Ramirez. Hauptmann Ramirez, die Truppen haben beschlossen, die Laborhunde entgegen ihrer Befehle nicht zu töten. Ich weiß, es ist schon zu spät für sie und sie werden so oder so sterben. Aber es ist viel zu gefährlich, ihnen zu nahe zu kommen. Und was sollten wir mit den... Kadavern machen. Sie würden nur Blutfliegen anziehen und ehe die nächste Schicht vorbei ist. Also noch ehe die nächste Schicht vorbei ist. So. Dabei fällt mir ein, kann der Herzog nicht noch einen Trupp zum Ausräuchern der Blutfliegen vorbeischicken? Der Befall wird mit jedem Tag schlimmer. Ich weiß, die Ärzte hier verwenden Blutfliegen für die Edermeier-Diktur. Können die nicht ein Elixier erfinden, das aus Fledermäusen gewonnen wird? Mit einer niedlichen kleinen Maus statt eines widerlichen Insektes auf dem Etikett würde es sich bestimmt besser verkaufen. Was hat jetzt eine Fledermaus mit Maus zu tun? Ja. Gut. Betäubungsbolzen. Pistole brauchen wir normalerweise nicht. Tja, da kommen wir halt nicht rein, ne? Oder vielleicht doch. Huch! Entschuldigung. Vielleicht kommen wir ja doch rein. Ach so, dann wären wir halt nur hier. Diese Rune macht mich wahnsinnig. Hallo? Hast du gehört? Ich sehe lieber nach. Scheiße. Hoch oder was? Ich frag mich, wer das war. Niemand. Da stimmt was nicht. Ja.
der jetzt hier oder ist er nicht hier? Ist er unten? Ich sehe doch keine Gespenster. Okay, das gab es oder? Diese Rune macht mich wahnsinnig, habe ich dir schon gesagt. Ich will die haben und. Kommt der jetzt noch hoch? Schaut nicht aus, oder? Nö. Geht's jetzt beide wieder weg? Der eine schon mal, ja? Nicht verwirrend abgeben. Es hilft nichts, ne? Ich komme nicht weiter nach unten, oder? Nö. Mit dem Lift auch nicht wirklich. A, B, C, D, E und G, H, I. Keine Frage, Dr. Hypatia empfängt keine Patienten mehr. Ich schleiche mich da mal durch die Gegend. Ich hoffe mal, dass ich trotzdem irgendwie dorthin komme, du, aber ich glaube nicht, ne? Da habe ich keine Meter, da komme ich nicht so leicht hin. Moment. Der schläft hier, ich bin so doof. Aber vielleicht hier. Ist das hier der Stromkasten? Vielleicht können wir den hier auch machen. F. Keine Kabeln verfügbar. Kann man denn irgendwie... Kein Kabelwerkzeug verfügbar. Jetzt kann ich erst lesen. Kabelwerkzeug. Ja, das könnte mein Schwert aber auch sein. Was hat man da? Zum Heilen? Wo kriegen wir jetzt Kabelwerkzeug her? Edamine-Institut. Hafen, Beratung, Speisesaal. Gute Nacht. Ach, das ist jetzt doof. Ich hätte echt gedacht, das kann ich jetzt mit irgendwas durchschneiden. Kann man bestimmt auch, aber dafür brauche ich jetzt das Werkzeug. Hm. Logo. Mit einem Dolch oder so wird das nicht klappen. Wo kriege ich sowas her? Ich brauche Wasser. Ich schmeiß Wasser rein. Na schön, dann hilft mir das jetzt nicht wirklich viel. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da, wo ich das Werkzeug dafür herkriegen soll. Vielleicht weiter suchen. Vielleicht ein bisschen hier unten herumschnüffeln. Vielleicht kriege ich ja was. Aber ich glaube eher nicht. Vielleicht hätte ich es beim Schwarzmarkttypen kaufen können. Vielleicht hätte das geklappt. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte vor, hier einen Sommer zu verbringen. Nichts zu tun. Das ist jetzt gerade echt schade, muss ich sagen. Über das Edamire spricht. Vor ein Kriegsgericht gestellt und inhaftiert. Vielleicht kann ich den auch erdrosseln. Jetzt hatte ich Angst, das dachte ich gerade drüben steht noch sein. Ja, schaut gut aus. Jawohl. Was haben wir da? Shinderis Geschenk. Eine Studie von Amora Clipswitch. Über die Auswirkungen der Winde auf die Landmasse von Kanaka und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Positionen. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal auf dem Schiffelein. Auf dem Schiffelein. La la la. Schreibmaschine, oh wie fein. Glas, leere Flasche. Ich brauche so ein Dingens-Werkzeug, bitte. Zivilist, bewusstlos. Bitte was? Naja. Ich denke nicht, dass wir hier irgendwo das Passende finden werden, oder? Leichter Beutel.
schmeiße ich einfach mal wohin. Zu dem dazu, der... Wie liegt der denn? Entschuldigung, es ist so lustig. Ach Gottchen. Wie kann man nur so schlafen? Ach ja. Dreck, verdammt. Ich bräuchte so ein Werkzeug dringendlich. Aber ich glaube nicht, dass ich das anfinden tue. Oder werde. Was sehr traurig ist. Ich hätte es gern geöffnet gehabt. Vielleicht muss ich es irgendwo kaufen. Das kann ich mir allerdings sehr gut vorstellen. Dass ich das kaufen muss. Ist wurscht, wo ich nachschaue, ne? Das wird nicht besser. Ja, ein paar Münzen, das ist fein. Ein Bild verkaufen wäre auch nicht schlecht, wenn ich meins finden würde. Wird wahrscheinlich nichts. Nein. Was haben wir da? Nix. Zur Rune komme ich irgendwie immer näher und bin trotzdem weit weg. Was haben wir da? Nix. Was haben wir da? Oh, Kupferdraht. Heureka. Es ist irgendwie echt schade. Ich komme da immer irgendwie ein bisschen näher. Und trotzdem bin ich noch viel zu weit weg. Es scheint doch irgendwie unten drunten zu sein, ne? Kommt man hier nach unten? Nö. Nicht wirklich. Ach, Menno. Ja, ich weiß schon, es hilft nichts. Ich muss unbedingt schauen. Verfaulte. Nein, die wollte ich nicht essen. Ich muss unbedingt schauen, dass ich dieses Werkzeug kriege zum Draht durchschneiden. Ne? Das wäre um einiges besser. Tagebuch. Corporal Valdez. 6 Monate ist es nun her, dass ich meinen Dauerposten im Eddermeier bezogen habe. Ich bin nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee war. Zuerst habe ich die Isolation genossen, weil ich dabei so tun konnte, als hätte ich meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Aber inzwischen ertappe ich mich, dass ich singe, nur um die Stille zu brechen. Ich inspiziere alles genau und rieche daran, bevor ich einen Bissen nehme. Wenn ich mit dem Wasser aus dem Reservoir des Eddermeier dusche, fühle ich mich nicht sauber. Als seien die Krankheiten direkt ins Gemäuer gesickert. Es sind so viele Menschen hierher gekommen, so viele Jahre lang. Und sie hatten nicht nur Krankheitserreger, sondern auch Leiden des Geistes. Das hinterlässt Spuren an einem Ort, selbst nachdem die Patienten geheilt oder gestorben sind. Und ich konnte Ärzte noch nie leiden. Sie haben einen ganz eigenen Geruch und mustern einen, als sei man nur ein Haufen Organe. Wahrscheinlich bin ich schon krank. Habe zu lange diese kalte, feuchte Luft eingeatmet. Es ist schwer zu glauben, dass die Leute manchmal hierher gekommen sind, um gesund zu werden. Inzwischen hat das Eddermeier mehr etwas von einer Gruft. Vielleicht schiebe ich Wache auf dem Dach, genieße die Sonne, solange ich kann. Das ist eine gute Idee. Also eine schlechte, man sieht uns ja kommen. Pistolenkugeln geht gar nichts mehr, okay. Kann ich dich nicht länger schlafen lassen? Schlafe, mein Baby, schlafe ruhig ein. Nicht abgeschickter Brief an die Familie. Was haben wir da noch Schönes? Ich muss dann aufhören. Für Emma, Philipp und den kleinen Edgar. Seit meinem letzten Auftrag in Eddermeier hat sich nicht viel geändert. Ich habe nur einen anderen Vorgesetzten und der ist doppelt so streng. Leider. Es ist komisch. Es gibt rein gar nichts zu tun. Außer der Ärztin, die niemand hier oder... Außer der Ärztin ist niemand hier. Und die geht nur ihren Forschungen nach. Vielleicht brauchen sie die Wachen wegen der seltsamen Geräusche, die ich nachts höre. Nicht das übliche Knarren und Knacken, das Gebäude so machen. Ständig rechne ich damit, gleich etwas Schreckliches zu entdecken. Aber keine Sorge, in ein paar Tagen bin ich zurück. Wenn ihr diesen Brief kriegt, dann kauft euch ein schönes, fettes Huhn.
Seid brav, euer Papi. Ja, wenn du den nie abschickst, dann können sie auch kein Hühnchen kaufen, du Depp. Mann, 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 Mann. Kackebon. Ich hatte echt gehofft, dass ich hier was Tolles kriege, aber nein. Ich fürchte, die Rune muss ich derweil mal wahrscheinlich schweren Herzens stehen lassen. Ich muss das kappen können irgendwie, aber ich muss das Teil erst finden. Das scheint aber nicht hier zu sein. Leider, leider, sagt der Schneider. Und so muss ich mir eine andere Rune suchen, ne? Also wir müssen uns eine andere Rune suchen. Gibt es überhaupt noch welche? Ist das schon die letzte? Nee, Blödsinn, oder? Dann muss ich mir, da muss ich mich bis zur nächsten Aufnahmesession, weil ich glaube, wir sind schon fertig für heute, muss ich mir dann leider Gottes irgendwie schlau machen und in Erfahrung bringen, wo ich dieses Drum herkriege. Vielleicht liegt es ja einfach hier irgendwo rum und ich, ja. Ich hätte speiern sollen. Hey, wer rennt denn da drüben herum? Niemand. Ich glaube, ich habe einen Blödsinn gemacht. Da haben wir noch was, da gibt es noch viel. Da gibt es noch wahnsinnig viel zu entdecken. Schau mal, da oben, allein da oben. Oh, da haben wir noch zu tun. Das freut mir. Na gut, das werden wir beim nächsten Part dann machen. Ihr Lieben, was haben wir da noch drin? Nix. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Badesalz haben wir auch gefunden. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.